Mutter und Küste Nummer 66, Nummer 66, ganz schön viel. Die erscheint jetzt am 10. Mai und zwar mit folgenden Themen. Auftakt bildet der Dublettenlifter. Ja, was ist das denn? Das ist eine Dublettenlifter-Geschichte logischerweise. Und zwar handelt sie von einer neuen Montage mit dem Buttlöffel. Unser Autor Martin Liebetanz hat die entwickelt und damit extrem erfolgreich geangelt. Wie das genau funktioniert, das steht dann auch in der Kutter und Küste gleich in der Aufmacher-Story. Die Tagesfangbegrenzung beim Dorsch in der westlichen Ostsee, also das sogenannte Backlimit, wird viel diskutiert und es werden natürlich auch eine ganze Menge Fragen dazu gestellt. Die wichtigsten Fragen und die Antworten dazu, die findet ihr auch in Kutter und Küste Nummer 66. Es ist mittendrin in der Hornhechtzeit und die Silberpfeile sind sogar mit der Brandungsrute gezielt zu beangeln. Wie das genau funktioniert, das zeigen unsere Autoren Betty und Florian Hünken. Gezielt mit der Brandungsrute auf die Schnabeltiere. Wir gehen auf Wolfsjagd. Ah, Vorsicht jetzt, natürlich reden wir hier vom Seewolf. Steinbeißer gezielt angeln, das ist natürlich auch eine Sache, die jeder so ein bisschen gerne mal machen möchte. Und was man dabei beachten muss, das verrät uns Aris Prien in unserer Wolfsjagdgeschichte. Im Norwegen-Spezial stellen wir drei Top-Reviere ausführlich vor. Eins auf der Höhe Hitra, etwas nördlich von Hitra. Das ist Ankaret Brügge. Sebastian Rose hat dieses Gebiet besucht und zeigt genau, was da abgegangen ist. Weiter im Norden bei Tromsø, eine neue Revierperle, Mikkelvik Brügge. Ich war da letztes Jahr und habe da eine Testtour gemacht mit unserem Autoren Kai Freter und war ziemlich baff über dieses neue Revier. Weiter nördlich und weiter östlich geht es eigentlich nicht mehr, da sind wir bereits in Russland. Wir stellen Tschanis vor, ein Revier auf der Halbinsel Nordkin mit der Chance auf ganz große Platte. Gleich im Norden, hinter der deutschen Grenze, findet sich ein Angelparadies und zwar die Insel Aals. Sebastian Rose war für uns da und hat sich das Gebiet einmal ganz genau sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus angeschaut. Das Schlauchboot nehmen und dann einfach vom Strand rein ins Wasser und Angelspaß haben. Das ist natürlich im Schlauchboot besonders gut möglich. Der Martin Liebetanz hat mal ein Kiwi 320 von der Firma Allround Marine getestet. Da hat er einen nagelneuen DF4A von Suzuki rangehängt. Und diese Kombi hat es wirklich in sich. Den ausführlichen Testbericht gibt es dafür in Kutter und Küste. Wir stellen den nördlichsten Strand an der Außenküste in Schleswig-Holstein vor. Das ist Pfalzhöft. Kurz vor der Geltinger Bucht und dann halt kommt halt die Flensburger Förde. Dort befindet sich dieses Strandjuwel, ganz ausführlich dargestellt von unserem Autoren Sebastian Rose. Moderne portable Echolote können unwahrscheinlich viel, verbrauchen allerdings auch recht viel Energie. Dafür hat sich unser Autor Gerhard Wertenbach etwas überlegt und hat aus einem portablen Gerät einen echten Dauerläufer gemacht. Natürlich ist in der Kutter und Küste 66, wie man es gewohnt ist, auch noch eine ganze Menge weiterer Stoff zum Meeresangeln verpackt. Es gibt Reiseinfos, es gibt Berichte aus der Szene, es gibt Leseraktionen, Gewinnspiele, Lesertests. Also es lohnt sich wieder reinzugucken. Ab dem 10. Mai ist die Kutter und Küste 66 im Handel erhältlich. Viel Spaß! Euer Rainer Korn.